Das neue Update 28.10 hat uns leider ein paar sehr gute Glitches entfernt, aber wie heißt es so schön, nach dem Glitch ist vor dem Glitch. Denn mit der neuen 28.10 Version haben wir drei neue Glitches erhalten und diese zeige ich euch jetzt. Fangen wir an mit dem Sprungflächen-Glitch. Das neue Update hat uns das Item die Sprungfläche ins Spiel gebracht, ein ganz nettes Item, aber doch sehr kostspielig. Kostet 8x Weichholz, noch relativ einfach zu besorgen, aber die Kupferbahn und den Seidenstoff, das kostet schon eine Kleinigkeit an Aufwand, ist nicht so schnell zu besorgen. Was machen wir jetzt? Ich habe im Inventar, wie ihr sehen könnt, die Materialien für genau eine Sprungfläche. Ich werde diese hier einmal platzieren, mein Inventar ist leer, und dann haue ich sie einfach wieder kaputt und ihr werdet sehen, freundlicherweise bekommen wir zumindest unser Material zurück. Es geht also nicht verloren, allerdings kommen wir dann von hier auch nicht weg. Ziemlich sinnfrei. Was machen wir jetzt? Wir platzieren eine Sprungfläche, hauen diese kaputt und sammeln ganz schnell unser Material ein und benutzen einfach die kaputte Sprungfläche. Mit diesem Glitch seid ihr somit in der Lage, ganz schnell von A nach B zu kommen. Und es kostet euch keine Materialien. Ich schaue ins Inventar und könnt ihr sehen, es ist alles wieder da. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt einfach die nächste Sprungfläche platzieren. Dazu renne ich hier oben einfach mal auf den Berg. Für diejenigen, denen das jetzt zu schnell ging, machen wir das einfach nochmal. Hier vorne werde ich die nächste Sprungfläche platzieren. Mit der Spitzhacke raufgehauen. 1, 2, 3. Materialien einsammeln, rauf auf die kaputte Sprungfläche und Abfahrt. Kommen wir zum Glitch Nummer 2, den Felskugel-Glitch. So eine große Kugel hier kloppt ihr einfach mal klein, denn die kleinere könnt ihr aufnehmen. Sammelt sie auf, platziert jetzt ein Jump Pad, springt auf das Jump Pad rauf und wenn ihr in der Luft seid, einfach den Gleiter öffnen und danach die Kugel greifen und schon könnt ihr die Felskugel mitnehmen. Sobald ihr gelandet seid, schließt sich der Gleiter und ihr habt die Felskugel weiterhin in der Hand. Machen wir nochmal wieder rauf auf das Jump Pad, oben in der Luft den Gleiter einfach rausholen und dann die Kugel erneut greifen und schon könnt ihr sie mitnehmen. Ob das Ganze jetzt viel Sinn macht, lasse ich mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es möglich. Der dritte Glitch ist ein absolutes Highlight. Ihr kennt das ja. Ihr könnt auch mit einem langen Schwert Bäume, Gebüsche und andere Gegenstände zerstören. Wenn ihr hier auf die Hecke haut, schaut unten auf das Langschwert-Symbol, dann wird es gelb, bedeutet, das Schwert nutzt sich ab. Aber dank des neuen Patches 28.10 ist dieses nicht mehr der Fall, wenn ihr auf Bäume einschlagt. Schaut euch das an. Ich kann problemlos die Bäume hier kurz und klein hauen. Mein Langschwert erhält keinerlei Schaden. Dieser Glitch funktioniert allerdings nur bei großen Bäumen. Ganz kleine Bäume und auch hier diese Felsen könnt ihr damit nicht kaputt schlagen, beziehungsweise kleine Bäume würden Schaden am Schwert verursachen. Sucht euch also hier diese großen Bäume, drescht darauf ein und dann werdet ihr in 0, nichts jede Menge Holz haben. Diesen Glitch könnt ihr mit dem blauen seltenen Schwert und auch mit dem lilafarbenen epischen Langschwert ausführen. Für den Felsen habe ich für euch jetzt noch eine andere Methode. Dieser Glitch ist seit längerem bekannt, aber vielleicht kennt der ein oder andere unter euch ihn ja noch nicht. Ihr geht hier zu einem großen Felsen und anstatt jetzt eure Spitzhacke mühselig hier abzunutzen, platziert ihr einfach so ein kleines Lagerfeuer. Direkt neben dem Felsen und jetzt packt ihr eure Spitzhacke auf, haut das Lagerfeuer kaputt und der riesige Felsen wird sich gleich mit zerstören. Ein absolut immer noch genialer Glitch, so könnt ihr innerhalb von kürzester Zeit jede Menge Steine farmen. Hier nochmal das Lagerfeuer platziert, gegengehauen, könnt ihr sehen, es wird einfach zertrümmert. Zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch eine Möglichkeit, ganz, ganz einfach an Kupferbahn zu gelangen, dank des neuen Updates. Ihr müsst nur diese verlassenen Dörfer aufsuchen. Hier findet ihr neuerdings blaue Fässer. Und wenn ihr diese Fässer zerstört, bekommt ihr einfach so Kupferbahn. Und das erleichtert die Arbeit ungemein, denn ihr wisst, ihr müsst erstmal Kupfer fahren, dann braucht ihr noch Brightcore.
Ihr müsst das Ganze noch verarbeiten und dann erhaltet ihr ein Kupferbarren. Sehr, sehr aufwendig. Also einfach hier diese blauen Fässer zerstören und ihr seht, ich erhalte 4 Kupferbarren. Und in diesen Dörfern sollte man immer so zwischen 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Fässer finden. Ich klopfe hier noch ein bisschen vor mich hin und möchte mich bei euch auf jeden Fall schon einmal bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses kleine neue Glitch-Video hat euch gefallen und sollte es so gewesen sein, dann lasst doch noch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Macht die Glocke an, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Erzählt es euren Freunden und Bekannten und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss und ciao, euer Schurtalk. Bye bye.